geschaffen, was zur Hölle? Der ist auf irgendwas drauf, das kannst du mir nicht sagen. Mhm. Ah, ist interagieren, das weißt du schon. Hast nicht aufmachen können? Nö. Ich habe nur gerüttelt. Ah, oh, okay. Laufen kannst du, ja. Rennen ist mit Erd. Also schneller bewegen. Das ist genau gar nichts. Ja, wenn du rennen musst. Ein Kind. Was war das? Wo ist ein Kind? Da vorne, Tür leuchtet. Ich habe kein Kind gesehen. Hey! Charlie, hilf mal! Da hättest du ein Quicktime-Event gehabt. Oh! Das habe ich verkackt. S. Sicher? Scheiße. Ja, du sagst es. Totale Scheiße. Da geht's dort rein, wo eine Leiche herumliegt. Das schaut nicht sehr gesund aus. So intelligent bin ich auch noch. Aber... ich komme nicht mehr zurück. Ich hoffe, wir haben auf der anderen Seite nichts gehabt mehr. Hat irgendwas geleuchtet, oder? Verdammt! Er hat noch eine Leiche. Wen hat's erwischt? Oh, verdammt! Buckley! Der war doch letztens beim Essen noch vollkommen putzmunter. Ah, warte, da geh ich schon mal kurz. Kann man nichts machen. Okay. So ist eine Treppe. Achso, das ist nur das Licht, das habe ich schon gehabt. Das schaut blutig aus, weil sind das die Lampen. Du weißt die, schneller gehen. Rennen. LB. LB, wo ist LB? LB da. Ja, geht nicht bei mir im Moment. Ist es überhaupt die richtige Taste? Ja, ich hab grad gedacht, statt wenn LB draufsteht, sollte LB sein. Okay. Ah, tut gar nichts. Also, warum gibt ihr denn einen Tipp dann zum geht Rennen? Ist das bei mir so? Oder hast du auch gerade so ein blödes Gefühl? Vielleicht musst du sehe ich so aus, als würde ich über meine Gefühle reden. Du siehst echt beschissen aus, Chuck. GMC Willis. Hey, Chuck. Das habe ich auch gesehen. Hast du den Jungen da gesehen? Nee. Bist du okay? Du weißt, was Rennen ist. Ich hoffe, du verkackst das jetzt nicht.
Nein! Charlie! Won't you spare me over till another Hallo und willkommen in meiner Schatzkammer. Ich bin der Kurator der Geschichten
Geschichten über Liebe und Hass, Gier und Schönheit, Leben und Tod. Geschichten wie diese. Ich bin hier, um Ihre Geschichte aufzuschreiben. Denn diese Erzählung ist noch nicht abgeschlossen. Sie bestimmen, wie sie ausgeht. Und Ihre Entscheidungen bestimmen auch, wie das Leben all derer verläuft, die Ihren Weg kreuzen. Oder ob es endet. Wir alle fällen Entscheidungen nach unserem eigenen moralischen Kompass. Und müssen dann mit ihnen leben oder durch sie sterben. Aber fürchten Sie den Tod nicht. Er ist schließlich unvermeidlich. Es ist der Preis für das Privileg des Lebens. Und wir zahlen ihn irgendwann alle. Doch niemand zahlt wohl gern früher, als er muss, oder? Wie im echten Leben hat alles Konsequenzen. Ihre Entscheidungen beeinflussen immer auch andere. Ich behalte Ihren Fortschritt im Auge. Ich werde mich nicht einmischen, doch vielleicht gibt es von mir bisweilen einen Hinweis. Hier ist einer für Sie. Es gibt Bilder in dieser Welt, die Ihnen etwas zeigen. Zukunftsversionen. Können Sie sie finden und studieren, treffen Sie danach womöglich bessere Entscheidungen. Oder sollte ich sagen, Entscheidungen mit den Auswirkungen, die Sie wünschen. Das war's im Moment. Wir sehen uns bald schon wieder und haben dann Gelegenheit, Ihre Aktionen sorgfältig zu analysieren. Oder das hinterlassene Chaos. Reicht das? Falls nicht, bestellen wir einfach Nachschub. Also, hör mal. Ich war noch nie da unten. Unten? Im Wasser. Tauchen. Kannst du mir zeigen, wie es geht? Echt jetzt? Ja. Ich meine, du bist echt hier ohne eine einzige Tauchstunde? Irgendwie, ja. Oh, wir sind jetzt. Ja. Das war mal ja. Eine grenzgeniale Mucke. Ja, die Zeit rennt ab. Ja, Mama! Tja, egal. Nichts sagen. Laden wir alles ein. Hey, Vorsicht! Die Tauchkamera war wahnsinnig Brüderchen, teuer. Brüderchen, sei cool. Was? Julia und Conrad sind, tja, also alle beide stinkreich. Und? Reg dich nicht über Kleinscheiß auf, Mann, bleib cool. Lass mich nicht bereuen, dass ich dich mitnehme. Was jetzt? Moment, sag du, was soll ich? Vorwurfsvoll oder unbehaglich? Ey, immer unbehaglich. Du weißt doch, dass ich mit neuen Leuten nicht gut kann. Ja. Halt die Klappe. Sei doch mal locker. Ach, komm schon. Sag auf dieser Reise einfach zu allem ja. Halt. Glaub mir, ich will, dass du dich amüsierst. Okay, aber was, wenn jemand auf blöde Gedanken kommt? Dass ich nackt rumrennen soll? Metaphorisch gesagt. Sei einfach cool. Okay, Amigo. Die Kavallerie ist da. Cool. Sorry, ich hab Stress. Wer hätte gedacht, dass ein Medizinstudium so schwer ist? Überraschung. Und Mann, diese Fernkiste mit Julia ist echt hart. Einfühlsam. Alles klar. Muss hart sein. Kein Problem, Mann. Hä? Bingo. Wie gerufen. Was? Conrad meint, wir haben zu wenig Bier. Ah. Dann werde ich die hier wohl mal besser verstecken. Ja. Yeah. Eigenschaft, Akte. Hey. Ich bräuchte mal deine Meinung.
klar, zu was? Es gibt da eine Sache und ich versuche mich zu entscheiden. Dein Medizinstudium? Nee, aber eine von diesen wichtigen Entscheidungen, weißt du? Und ich weiß nicht, was richtig ist. Hör auf deinen Bauch, denk darüber nach. Was soll ich machen? Am Bauch. Bauch. Hör auf deinen Bauch. Der sagt's dir schon. War das jetzt das Richtige? Keine Ahnung. Sag mal am Schluss. Hey! Ich werde schon auf den draufgehen, hat der Typ aus. Oh. Tut mir leid. Conny, das ist Alex. Hey, wie geht's, Conrad? Vorsicht, Jules. Ein Ladykiller. Freut mich, Conrad. Das ist Brad, mein kleiner Bruder. Hey. Bradley! Ich glaube, ich kenne dich schon, hab viel von dir gehört. Ja, gleichfalls. Hab ich dir gefallen? Hey, Lust auf ein Bierchen? Jede Sekunde. Ha, ganz schön dick aufgetragen. Mini hätte es auch getragen. Entspannt. Klar, cool, super. Ich liebe Bier. Deine Ausrüstung war besser. Sorry, Kumpel, lahmste Ausrede des Jahres. Guter Mann, Radical. Mords Mast hast du da. Mast tief. Ruinier's nicht. Bist du schon mal getaucht? Eigentlich nicht. Hab ich noch nie gemacht. Wasserjungfrau. Cool. Hey, das ändern wir heute. Gemeinsam. Bin auch ganz lieb. Wo ist überhaupt der Kapitän von diesem Kahn? Ich würde ja sagen, macht's euch bequem, aber, So, alle an Bord und bereit abzulegen? Wenn es dir recht ist, Captain. Wollte sie anbaggern. Das hat sie gestoppt. Mhm. Ganz genau. Lass alles raus. Oh, ja. Willst du dich mal hinlegen? Ja. Ist eine gute Idee. Ja. Oh Mann. Zeig mal die Schafe vor uns. Wie wäre es hier drüben? Ganz schön weit draußen. Ich suche bloß Alternativen, falls wir nichts mit der Tauchkamera finden. Ganz ehrlich, ich habe noch nie von eurem Wrack gehört. Normalerweise wimmeln Wracks von Tauchern. Ja, das hier ist anders. Ich meine ja nur, wenn es vielleicht zu spät wird, kenne ich ein paar gute Stellen zum, naja, Tauchen. Brad weiß Bescheid. Das Wrack muss hier sein, wenn er es sagt. Okay, du bist der Kunde. Ich meine ja bloß, das Tageslicht ist irgendwann weg. Ich helfe Conrad und Julia mit der Kamera. Was gibt's? Sehen und staunen. Brads Berechnungen waren goldrichtig. Brad hat's drauf. Ein echtes Genie. Wir sollten ihm danken. Fliss, da ist ein Flugzeug. Ach, ja? Ja, aus dem Zweiten Weltkrieg. Lass uns tauchen. Eigentlich sollte ich das ja der Hafenbehörde melden. Als unregistriertes Wrack. Tja, eigentlich. Wollt ihr euch nicht an die Vorschriften halten?
Du meinst, wir sollen nicht tauchen? Vorschriften? Sind wir im Kindergarten? Ich muss darauf hinweisen. Wir sehen uns doch bloß um. Kriegt doch keiner mit? Gut. Aber beeilt euch. Und fasst bloß nichts an. Ach, ich kann es kaum erwarten, als Erste da unten zu sein. Stell dir das vor. Unberührt. In ein paar Minuten solltet ihr runter können. Ich nehme die Flaschen. Ihr Jungs checkt noch mal alles. Seht ihr mal die Kamera an, ob da was Brauchbares drauf ist. Klar, Ma'am. Hey, sieh doch mal nach deinem Bruder. Das werde ich machen. Hallöchen zurück wieder. Boah, das waren jetzt ein paar Sequenzen hintereinander. So, wie bewege ich mich noch mal? Hey, hey. Hi, Süßer. Okay, das ist seine. Das ist seine, okay. Durch die Öffnung können wir rein. Da ist eine Lücke am Heck. Sieh mal. Äußerst interessant. Okay, ich sehe nicht viel. Ah, jetzt haben wir was. Das ist interessant. Das ist äußerst interessant. So. Ich bin wieder da mit Kuchen. Ich glaube nicht, dass die Leute bemerkt hätten, dass du weg warst. Ja, wie ich weggegangen bin, war da. Jetzt wollte ich sagen, Funk. So. Okay, ich hab deinen Heinzi. Heinz. Heinz Röhm. Hi. Die Regeln hier draußen gibt's nicht ohne Grund. Ihr solltet das respektieren. Ja, sorry wegen vorhin. Alle sind einfach etwas... Wir haben das hier schon ewig geplant. Verstehe ich. Aber es gibt Regeln, Gesetze und Bräuche. All diese Regeln sind doch ganz einfach. Wie viel Erfahrung hast du denn mit solchen Tauchgängen? So, was niemanden genervt, selbstsicher. Ah, selbstsicher, mach mal. Ich war schon in ein paar Wracks. Bin kein Profi. Aber, naja, erfahren. Wenn das hier dein erstes unregistriertes Wrack ist, solltest du wissen, dass man bestimmte Protokolle einhält. An euch alle, das hier könnte auch ein Kriegsgrab sein. Störung wäre illegal und unmoralisch. Ja, das wäre es. War mal streitlustig oder aufgeblasen? Ich würde nichts sagen. Nix sagen. Weißt du was? Ich kann euch nicht aufhalten. Aber halt dich da unten an die Regeln und mach nichts, was mich später den Arsch kostet. Wow, ist sie stinkig. Deswegen nix. Hallo! Ich will interagieren. Ja, jetzt habe ich es abgedreht. Kennst du dich damit aus? Nee. Nicht wirklich. Lass das mal besser in Ruhe. Okay. Ich lass das mal besser in Ruhe. Ist da noch irgendwas? Nein, ich wollte dich drunter. Geh wieder rauf, Hansi. Scheiße. Geh wieder rauf. Mann, die Steuerung mit dem. Das ist Katastrophe. Name, Felice, was? Felicite Dubios. Alter, die heißt Dubios. Okay, 3.10.83 geboren. Tauchnummer, bla bla. 1,72 Meter, braune Augenfarbe, braune Haarfarbe. Auf der Rückseite angegebene Ausbilder ist berechtigt, Kurse in der bezeichnenden Kategorie anzuleiten. Hey, Genehmigung durch Dive Master Federation. Drehen wir es um. Sieht nicht koscher aus. Gültig. Ja. Warum sollte es nicht koscher sein?
Schaut eigentlich sehr gut aus. Ich glaube, da fehlt nur ein amtlicher Stempel, würde ich mal sagen, Leute. Ja, legen wir es mal wieder hin. Oder steckst du es ein? Leg's wieder hin. Komm her, Dumpfbacke. Komm her, Dumpfbäckchen. Willst du denn deinen Kerl wieder haben? Ja. Und deine Kopfhörer?